Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es für euch den Monatsroll vom Monat April. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So ihr Lieben, bitte schlagt mich nicht. Im April ist es ganz schön viel geworden, aber ich hatte auch im April Geburtstag und habe unter anderem auch Geldgeschenke bekommen oder Gutscheine. Demnach ist nicht alles selbst gekauft. Also selbst gekauft schon, aber nicht alles selbst bezahlt. Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen. Egal. So, ich habe mir gekauft. Ich mache mal ein bisschen durcheinander, wie es hier in der Kiste ist. Ich habe mir einmal für ein Video gekauft diesen Bronzer von Catrice. Den werde ich euch auch mal swatchen. Der sieht übrigens so aus. Den habe ich euch jetzt hier oben geswatcht. Das ist ein Glow Bronzer. Den mag ich total gerne. Dann habe ich mir noch einen Highlighter von Catrice geholt. Das ist der Magnolia Blossom. Swatche ich euch natürlich auch. Der ist dort drunter. Der hat ordentlich Wumms. Dann noch einen aus der Limited Edition. Und zwar Jasmin Blossom. Der ist eher goldiger. Ja, die haben alle ganz schön Wumms. Dann habe ich noch den Daisy Blossom. Der sieht so aus. Der ist so ein bisschen roséfarben, ne? Dann habe ich natürlich auch fürs Video geholt der Bronzed with Whey Bronzer. Den habe ich da drunter geswatcht. Der ist sehr gut pigmentiert und das ist der für Darker Skin. Dann habe ich mir in diesem Monat allerdings gebraucht, über Facebook gekauft, die Born to Run Palette von Urban Decay. Die sieht so aus. Ich swatch euch da mal eine schimmernde und eine matte Farbe. Das ist die schimmernde. Und das ist die matte. Ich finde die bisher sehr gut. Es gibt ja viele verschiedene Stimmen darüber, ob die mögen oder nicht. Ich persönlich finde sie aber gut und bereue meinen Kauf keinesfalls. Dann habe ich von meinem Gutschein von Douglas habe ich mir hier das Morphe Setting Mist geholt. Das riecht nach Peach. Das ist sehr angenehm. Riecht aber auch sehr intensiv nach Peach, also wer intensive Gerüche nicht mag, für den ist das nichts. Dann habe ich mir ein Pinselset von BH Cosmetics geholt, das Marble Pinselset. Ich zeige euch jetzt mal stellvertretend dafür drei Pinsel, weil ich jetzt keine Lust hatte, das ganze Pinselset zu holen. Aber die sind auf jeden Fall sehr gut und die kann ich euch auch empfehlen. Bei BH Cosmetics waren Pinselsets nämlich radikal reduziert und ich habe viele alte Pinsel, die ich mal aussortieren muss, deswegen hat das ganz gut gepasst. Dann habe ich mir auch gebraucht gekauft hier das Too Faced Setting Spray, das riecht nach Melone, das riecht auch sehr künstlich nach Melone, aber ich mag diese süßen Düfte und deswegen finde ich das auch sehr gut. Das habe ich zusammen gekauft mit dem Setting Mist von Jeffree Star und Morphe. Das riecht sehr, sehr künstlich nach Erdbeer. Aber die beiden habe ich jedenfalls zusammen gekauft und finde ich auch beide sehr gut. Dann habe ich mir noch einmal den Löscher von Maybelline geholt in der Farbe Brightener. Da hat mich die Özlem von dem Kanal Elan Halo, glaube ich, draufgebracht, dass das die perfekte Farbe ist eigentlich für jedermann. Deswegen wollte ich die auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich habe den ja schon hier in einer anderen Farbe. Dann habe ich mir einmal Lashes geholt von Kiss. Die wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Die sahen nämlich richtig, richtig gut aus. Und ja, die werde ich auf jeden Fall mal für einen Make-up-Look testen. Habe ich mir auch für ein Video hier dieses lose Puder von Essence geholt in der 020 Nude. Habe aber leider schon festgestellt, dass das für mich zu dunkel ist.
Das ist sehr tragisch, aber ich werde sie mir vielleicht nochmal das Puder in der richtigen Farbe kaufen. Dann habe ich auch einmal für ein Video den Allrounder Stick geholt von Revaluke. Das ist ja aus der LE. Da habe ich mir die ganze LE geholt. Da war einmal hier dieser Stick mit Blush und Highlighter dabei. Dann war da dieser Augenbrauenstift bei. Den habe ich euch ja auch schon gezeigt. Der hat ja hier einen Stift. Und genau, da hat er Gel und Puder. Ich habe vergessen, euch den zu swatchen. Genau, da ist der Highlighter und da ist der Blush. Dann habe ich mir einmal die Crystal Zodiac Palette geholt, damit meine Zodiac-Reihe jetzt vollständig ist. Da swatche ich euch auch mal einen schimmernden und einen matten Ton. So ist der Schimmerton, das ist der matte Ton. Ja, mein Handrücken ist noch ein bisschen nass, das müsst ihr jetzt beachten bei dem Swatch. Dann habe ich mir nochmal vier Paar von den Catrice Lashes geholt. Ich zeige euch jetzt mal stellvertretend diese hier, weil die sehr gut sind von der Qualität und ich die auch immer sehr gut brauchen kann, wenn ich andere Leute schminke zum Beispiel oder auch für mich selber. Ja, deswegen habe ich mir die nochmal geholt. So, dann habe ich mir nochmal über Facebook gebraucht gekauft. Also nicht unbedingt gebraucht, aber über Facebook. Diese Probe hier von den Smashbox Primer. Das war halt so ein Dreierpaket, was ich gekauft habe. Dann ein Concealer von Pretty Vulgar in der Farbe Undercover, nee, the Middle Ground, genau, weil ich den mal testen wollte und den Smashbox Primer auch. Und diesen Blush aus der Essence LE, aus einer älteren Essence LE, weil ich den auch nochmal testen wollte. Den swatche ich euch natürlich auch. Den habe ich jetzt da drunter geswatcht, den seht ihr glaube ich so gar nicht. Genau, das habe ich mir über Facebook geholt. Dann habe ich mir einmal von Alverde diesen Primer geholt. Von denen habe ich schon viel Positives gehört. Ich habe ihn aber noch nicht getestet. Das werde ich aber noch. Dann habe ich einmal von Revive the Loop Fixing Spray gekauft, auch für ein Video. Dann habe ich noch von Revive the Loop den Concealer geholt. Der war auch für ein Video. Und das Compact Powder, das war auch für das Full Face Video. Dann habe ich mir von Wet n Wild noch ein Liquid Lipstick geholt. Genau, die Wet n Wild Liquid Lipsticks sind ja bisher meine liebsten und der heißt Give Me Mocha. Er sieht so aus. Dann habe ich mir nochmal den Illuminating Primer von Revive the Loop geholt. War auch fürs Full Face Revive the Loop Video. Dann habe ich mir einmal von Soeva ein Kajal geholt, den brauchte ich auch für ein Full-Face-Video. Der sieht so aus. Dann habe ich mir noch einmal für mein Backup die Insta Perfect Liquid Foundation geholt. Die fand ich ja sehr gut und die war jetzt im Ausverkauf und die wollte ich mir dann auf jeden Fall nochmal holen. Dann habe ich einmal eine Eyeshadow Base auch von Revive the Loop geholt, auch für das Full-Face. Dann hatte ich noch aus der Limited Edition diesen Liquid Lipstick geholt, auch fürs Video. Swatche ich euch auch mal. Der ist dort. Dann habe ich mir einmal hier so Applikatoren geholt, weil ich damit ganz gerne die Schimmertöne auftrage, die sich sonst nur mit den Fingern auftragen lassen würden. Deswegen habe ich mir die einmal geholt. Und dann habe ich mir noch ein Lip Liner von Wet n Wild geholt. In so einem bräunlichen Ton, weil ich keinen in so einem bräunlichen Ton habe. Den habe ich jetzt da geswatcht. Dann habe ich mir den NARS Radiant Creamy Concealer geholt in der Farbe Light 2.8. Ja, den brauchte ich auch für ein Full-Face-Video. Dann habe ich mir einmal die Eyeshadow Base von Judith Williams gekauft, weil ich die unbedingt mal ausprobieren wollte.
Dann habe ich mir wieder den Catrice Slimmatic Ultra Precise Augenbrauenstift nachgekauft, weil das ist ja einer meiner liebsten Augenbrauenstifte und ich habe kaum mehr Sachen für die Augenbrauen. Und dann habe ich mir noch einen Liquid Lipstick von Wet n Wild geholt. In der Farbe Cedar Letter. Der ist dort. Dann habe ich mir aus der Catrice, habe ich mir Catrice Liquid Lipsticks geholt aus der Matte Pro Ink Reihe. Das ist einmal die Farbe I Am Unique. Der ist dort. Und dann habe ich noch die Farbe Trust in Me. Und der ist dort. Die riechen auch sehr gut übrigens, wenn das jemanden interessiert. So, dann habe ich mir auch noch aus der, habe ich mir jetzt vollgeschmiert? Naja. Aus der Essence Limited Edition diesen Bronzerpinsel geholt, den ich aber nicht als Bronzerpinsel benutzen werde. Dann habe ich mir einmal nochmal aus der Essence LE die Bronze This Way Palette geholt. Da swatche ich euch auch mal eine schimmernde Farbe und eine matte. Da ist die schimmernde, da ist die matte. Wie von Essence inzwischen gewohnt, hat Essence eine gute Pigmentierung. Dann habe ich mir, weil ich angefixt wurde von Alina, von Frühlingsmolina, ich verlinke euch den Kanal mal hier oben im i. Ja, die fand ich so schön. Ich habe aber leider in dem Video nicht gesehen, dass das nur schimmernde Töne sind. Aber naja. Oder sie wirken halt alle sehr schimmernd. Ich werde sie trotzdem mal austesten. Aber einmal und zweimal. Ja, ist aber trotzdem eine sehr schöne Palette. Nochmal aus der LE von Essence diese Body Tattoos. Wieder aus der Essence LE dieses Shimmer Oil. Dann nochmal aus der Revival de Loop Limited Edition die Mascara. Einmal für die oberen Wimpern und einmal für die unteren Wimpern. Dann habe ich mir von den BH Cosmetics Chocolate Dings Blush Paletten eine geholt. Die riecht übrigens richtig gut. Da swatche ich euch auch mal zwei Farben. Das ist der eine Blush. Und das ist der andere Blush. Ja, die sind anscheinend sehr gut pigmentiert. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Dann habe ich mir bei BH Cosmetics auch noch die La Vie Doom Prince, keine Ahnung, Palette geholt. Die hat richtig schöne Farben und ich swatch euch natürlich auch mal welche von denen, die mich am meisten angesprochen haben. Das ist einmal der pinke und einmal der grüne. Und ich freue mich schon richtig darauf, damit einen Look zu schminken. Das wird bestimmt richtig, richtig gut. Seht ihr, für alle, die meine Aufgebraucht-Videos gucken, für solche Fälle brauche ich dann diese Micellenreinigungstücher. Übrigens, die Liquid Lipsticks halten sehr gut. So, dann habe ich noch für Tauschpakete und zukünftige Verlosungen zweimal ein Häschen gekauft, die waren bei Rossmann jetzt reduziert, sind von Revolution. Dann habe ich noch aus der, nochmal aus der Bronze This Way Palette Limited Edition, habe ich mir noch diesen Baked Bronzy Blush geholt. Der sieht so aus, also für mich ist das eher ein Schimmerbronzer. Dann habe ich mir die Palette von Love und Letizia Lemark geholt. Das ist ja eine Face-Palette. Sieht so aus. Jetzt swatche ich euch jetzt mal den Bronzer und den Highlighter. Ist der Bronzer. Und das ist der Highlighter. Die sollen ja etwas softer sein, die Farben. Da bin ich sehr gespannt. Dann habe ich mir endlich die Morphe und Jeffree Star Palette gekauft.
Die sieht so aus. Das swatche ich euch auch mal zwei Farben. Einmal eine schimmernde und einmal eine matte. Die ist auch krass pigmentiert. Und dann habe ich mir nochmal, um meine Zodiac-Reihe zu vervollständigen, die Love Science Palette geholt. Die sieht so aus. Da swatche ich euch auch zwei Farben. Da haben wir einmal einen matten Ton und einmal einen schimmernden Ton. Ja, BH Cosmetics ist meine große Liebe an Lidschattenpaletten. Ja, ich habe sehr viele davon und ich mag die auch sehr gerne. Und ich kann auch jedem von euch BH Cosmetics empfehlen. Dann haben wir noch zwei Produkte. Dann habe ich einmal noch einen MAC Lippenstift und zwar aus der Liptensity-Reihe in Wellbred Brown. Der ist hier. Ja, ich liebe MAC Lippenstifte, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Und einmal ein Paint Pot, weil ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Und zwar habe ich die Farbe Soft Ochre. Ich wollte jetzt endlich mal wissen, ob die wirklich den Hype wert sind. Und deswegen habe ich mir jetzt einen von My Douglas Gutschein bestellt. Ja, ihr Lieben, das war's. Gott sei Dank. Es war ganz schön viel Geld diesen Monat. Aber wie gesagt, bedenkt auch, dass ich Geburtstag hatte und auch Gutscheine hatte und auch Geldgeschenke bekommen habe. Demnach, ja, und ich für drei Videos eingekauft habe. Sowas kostet natürlich Geld und sowas ist auch intensiv. Und dafür werde ich dann die nächsten 2 Monate nicht mehr so viel für Videos einkaufen und dann erst wieder ab Sommer neue Full Face reindrehen. Ja. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.